Der Prozess ist ja so, dass wir jetzt diese Blankoliste haben. Jetzt geht der sozusagen der dedizierte Agent oder Vertriebler, der sich jetzt hier die Aufgabe gesetzt hat, das Ziel gesetzt hat, diese Liste zu qualifizieren, diese Accounts, geht jetzt hin und fängt natürlich erstmal mit Recherche an. Ja? Er schaut sich also jetzt erstmal den Account an. Hier mal A für einen Account. Ja? Und als allererstes sucht er sich natürlich erstmal einen Ansprechpartner. In der Regel geht er auf Xing oder LinkedIn. Ja? Entweder LinkedIn oder Xing. Ja? Recht viel mehr haben wir ja nicht. Ja? Und sucht sich hier einen Ansprechpartner. In der Regel einen Entscheider oder lass uns mal lieber sagen, einen vermutlichen Entscheider, denn so richtig wissen wir noch gar nicht, ob das tatsächlich der Entscheider ist. Wir recherchieren einfach und suchen uns einen Ansprechpartner, den wir dann sozusagen als Entscheider schon mal vorklassifizieren oder vorqualifizieren, den wir dann versuchen anzurufen und dort eben unsere Lösungen zu platzieren, erstmal vielleicht einen Termin zu machen, ein paar Infos zu versenden und so weiter. Das ist so mehr oder weniger der Prozess. Das heißt, die arbeiten diesen Prozess ab, der vielleicht insgesamt vom komplett Zero, also quasi ich weiß nichts über die Firma, ich habe keinen Entscheider, den muss ich recherchieren, ich weiß nichts über die Firma, den muss ich recherchieren und mache meinen ersten Call und habe ein Protokoll, werde durchgestellt oder auch nicht und erreiche aber niemanden. Das Ganze kann schon ein paar Minütchen dauern. Ja, also es kann unter Umständen noch ein bisschen länger dauern, wenn die Firma sehr komplex ist, mit ganz vielen Unterfirmen, eine Group, ja, zum Beispiel, eine Holding-Struktur und so weiter. Dann kann das Ganze auch mal eine Viertelstunde dauern oder sowas, ja, wenn es ein mächtiger Konzern ist. Ja, bei kleineren Firmen dauert das Ganze nur ein paar Minuten. Ja, aber immerhin, egal, wie auch immer, immer proportional zum Potenzial der Firma, ne? Also beim Konzern dauert es vielleicht 10 bis 15 Minuten, dafür ist natürlich ein Lead beim Konzern eventuell auch 10-mal mehr wert. Beim mittelständischen Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz und mit 50 Millionen Umsatz dauert dieser Prozess eben vielleicht nur 2 Minuten, dafür ist dort ein Lead vielleicht auch nur ein Zehntel oder ein Zwanzigstel wert oder noch weniger. Ja? Also das ist alles proportional, von daher ist es auch egal, wie lange es jetzt dauert. Ja? Aber es dauert Zeit.